miteinander. Mein Name ist Rita Graf. Ich bin Geschäftsführerin vom Weltbild Verlag. Und ihr fragt euch sicher, was ich jetzt hier auf dieser Bühne soll. Also ich werde nicht singen. Schade, das ist nie aufgehört. Ja, das kann man nicht gut. Nein, ich habe eine andere Aufgabe hier oben. Ich darf nämlich die zwei herausragenden Künstler heute ehren. Vor 2 Jahren haben wir das Werk kreiert. Das sieht man vielleicht jetzt ein bisschen schlecht auf die Stand, um uns zu erklären. Die schönsten Kinderlieder, ihr habt heute schon ein paar Muster daraus gehört. Die schönsten Kinderlieder mit einem Buch und natürlich mit einer CD drinnen. In diesem Buch hat es Noten, es hat Text, es hat Illustrationen. Illustrationen, das muss natürlich jemand zeichnen und darum möchte ich bei dieser Gelegenheit gerade auch Oskar Weiss auf die Bühne bitten. Er ist der Illustrator und der Zeichner. Applaus. Der Oskar Weiss ist der Zeichner von der Hippie-Gespenstli-Figur. Aber nicht nur. Er hat natürlich auch das Musical vom Goldenen Schlüssel illustriert und eben auch das Buch. In diesem Buch hat es natürlich noch etwas ganz Wichtiges drin. Hinten ist eingeschweißt die CD mit den ganzen Liedern, die Nina verdummt hat. Der Peter Ebel und Nina haben die Lieder ausgesucht und arrangiert. Der Oskar Weiss hat illustriert und eben Nina hat gesungen. Hier hat es Lieder wie «Es gibt kein braveres Tierli» oder «Ein Männlein steht im Walde» und natürlich auch «Das Hippie-Gespenstli», ganz wichtig, auch das ist drin. Solche Lieder werden nach wie vor gesungen von Schweizer Familien, fleissig und immer wieder. Und mit den Noten und mit dem Text, was drinnen ist, kann man natürlich auch selber musizieren. Wenn man in der Schweiz 30'000 Alben verkauft hat, dann hat das Album Platin-Status. Das hat es natürlich erreicht, Platin-Status, das Album. Und da gibt es heute natürlich einen Award. Und darum jetzt der Award für Peter und Nina Räber.